So, dann mal wieder hallo zusammen, der Lampe hier von Faszination Drohne. Da wir ja alle immer noch nicht rausgehen dürfen, weil Corona uns ja leider immer noch im Atem hält, sind wir heute mal wieder am PC. Und ich hoffe, dass euch das auch so ein bisschen gefällt. Deswegen denke ich, spiele ich heute noch ein bisschen für euch Liftoff. Und zwar würde ich sagen, schauen wir heute einfach noch mal ein bisschen tiefer ins Programm. Ich würde mal wieder gegen die Uhr fliegen wollen und mal ein ganz normales Standard-Race probieren. So. Dann schauen wir mal, beim letzten Mal war ja hier diese Tracks eigentlich gar nicht so schlecht. Ich kenne sie jetzt leider alle nicht. Probier einfach mal ein Built-in-Track. Und schauen wir mal, vielleicht haben wir ja einen spannenden Track, den wir benutzen können heute. Wir nehmen wie immer die Talon. Und gucken mal. So, Brille auf und los geht's. So, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo es hin muss, wo ich hin muss. Okay. Das ist so ein bisschen nach Gefühl fliegen gerade. Ich hätte mich vielleicht auch mal aufwärmen sollen. Okay, ich weiß, wo es hingeht und wo es lang muss. Ja, mit dem Haus habe ich so meine Probleme. Das habt ihr ja auch schon im letzten Video gesehen, ne? Mal gucken, wo es zeitlich hingeht. Na, sieht ja ganz gut aus. Übrigens für Fullspeed-Fliegen habe ich gerade mitgekriegt, müsste ich wahrscheinlich den Winkel noch ein bisschen runterdrehen. Das mache ich jetzt auch gleich mal. Ich probiere es mal mit 40 Grad Fliegen, ob das jetzt besser wird. Ist erstmal eine Gewöhnung, ja. Geht vielleicht sogar noch mehr Winkel. Mal gucken, was so an Zeit rauskommt. Boah, gar nicht so einfach. Hey, 28 Sekunden. Ich nehme mal noch ein bisschen mehr Winkel. So, 50 Grad habe ich noch nie geflogen. Also knapp 50 sind sie jetzt. Wow. Wow. Okay. Ja, schade, ich habe die Zeit nicht gesehen, aber es waren glaube ich 26 Sekunden. So, bitte ein Neustart. Reset. Danke. So. Also was sehr schwer ist mit dem Winkel ist, wieder nach oben zu kommen. Man hat das Gefühl, dass das eigentlich einfacher wäre. Aber wenn die Drohne mit der Nase, oh, so wie hier einmal unten ist, dann kommt man schwer wieder hoch.
Okay. 23, 25, 26. Gehen wir jetzt mal voll drauf hier. Gar nicht so schlecht. Track gefällt mir allerdings nicht so gut. Ich würde einfach mal noch einen anderen wählen. Probieren wir den mal. Habe ich auch noch nie geflogen. Ich fange erstmal mit meinen 35% an. Winkel 35 Grad. Zum Einfliegen ist es nie schlecht. Ich glaube, das ist der Track, den wir beim letzten Mal geflogen haben. Genau, den fand ich sehr... Den fand ich sehr spannend oder schön zu fliegen, sagen wir mal so. Da hatte ich das letzte Mal Probleme mit dem Schuppen da beim Durchfliegen. Mal gucken, ob es diesmal besser läuft. Boah, es wird Zeit, dass wir endlich wieder draußen fliegen können. So, schauen wir mal. Juhu! Auf Anhieb hinbekommen, ich gehe kaputt. Und gleich eine Runde geschafft. Das macht sich doch... Ist doch gut, wenn man den Track kennt. Aber sollten vielleicht doch mal noch einen anderen wählen, damit ihr auch mal was Neues seht. Gehen wir hier ins Pine Valley. Track 3 irgendwas. Nehmen unsere Talon. So, ich habe hier noch kein Gate gesehen. Ach, hier. Okay. Erstmal langsam losfliegen. Oh. Ach du Scheiße. Huch, darf man ja nicht sagen. Ach, Herr Jemini. Also ich bin mal gespannt, ob ich wenigstens hier eine Runde hinkriege. Auf Zeit wird man hier wahrscheinlich nicht so schnell fliegen können. Also ich zumindest muss mir den Track erstmal einprägen. Aber lässt sich schön fliegen. Das ist doch gar nicht so schlimm. Au. Das ist hier eine coole Ecke. Unten hoch, rum und reingetroppt. Macht Spaß. Okay. Na, vielleicht ist es doch nicht so schlecht vom Track her. Mir ja schreiben, ob ihr selber auch Lift-Off habt. Und welcher Track euch am besten gefällt. Also wie gesagt, ich habe Lift-Off bis jetzt eigentlich fast
immer nur benutzt, um, um den einen oder anderen Trick mal zu üben und weniger jetzt als, Freizeitspaß, weil es draußen halt deutlich mehr Spaß macht, ne? Aber wo wir halt nicht rausgehen dürfen, ne? Kommt man auch mal auf solche Sachen. Den Drop hier kriege ich noch nicht so gut hin, wie ich das gern hätte. So, hier, zack. Die kann man bestimmt sehr stylisch und sehr schnell fliegen. Okay, das war nicht. Das ist wie Trick üben. Und ja. Naja, noch nicht schick, aber okay. So wenigstens mal eine flüssige Runde fliegen hier. Damit es so aussieht, als wäre es mal wie ein Profi geflogen, der ich natürlich nicht bin. Ich habe ihn gesehen, den Baum. Ich sah und sah und sah und ach, doch nicht vorbeigekommen. So, mal gucken. Vielleicht kriegt man noch eine oder eine andere flüssige Runde hin. Ansonsten können wir uns ja noch mal einen letzten Track anschauen, damit das Video nicht so lang wird. Vielleicht mal so ein Reden und Fliegen. So, vielleicht mal so ein Infinite Race. Fast bis zum Ende gekommen. Genau. Schauen wir uns mal noch so ein Infinite Race an. Was auch immer das ist, bin ich, glaube ich, noch nie geflogen. Tja, ich nehme nochmal denselben Track. Bin ich mal gespannt, was jetzt der Unterschied ist. Will euch natürlich auch nicht zu lange nerven. Okay. 35 bitte und go, go, go. Tja. Initializing Ghosts, okay. Sie sehen noch nicht den Unterschied jetzt. Oh. Ich vermute, es ist so ein Ausscheidungsrennen, dass man hier gegen 3-4 Gegner... Ach, hier seht ihr es, da waren Gegner. Dass man gegen mehrere Gegner fliegt und dass immer der Letzte, der nach Ablauf einer bestimmten Zeit an letzter Stelle liegt, dann rausfliegt. Also das kenne ich zumindest so von anderen Games. Uah, zack.
Tja. Da scheint noch ein Gegner zu sein. Oder ein Opfer, je nachdem, falls ich schon überrundet habe. Oh. Hallo? Oh. Dreck. Mist. Da würde ich sagen, lassen wir es hier auch an der Stelle. Ich krieg vielleicht fürs nächste Mal für euch raus, was dieses Infinite Race ist und kann es euch dann ja erklären. Ansonsten schaue ich mal, dass ich für die nächste Staffel, falls wir noch nicht wieder rausfliegen gehen dürfen, nochmal was Tolles für euch rausfinde. Ich würde wahrscheinlich mal nach irgendwelchen Tracks gucken, die es bei Steam zur Verfügung gibt. Vielleicht stelle ich euch da mal ein oder zwei vor. Dann vielen Dank, dass ihr wieder geschaut habt. Wenn ihr mehr davon wollt, dann schreibt es mir ruhig in die Kommentare. Ansonsten, was immer sehr hilft, ist ein Like für das Video und lasst mir bitte ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, euer Lampe.